Eins, zwei, drei, vier. Ich grüße euch, Leute. Heute zeige ich euch mal in fluffigen Rhythmus in zwei Viertel. Und die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd in Roll-on-Stil. Also, ja, so hier. Und dazu kommen jetzt die Betonungen. Ich mache das mal erstmal langsam. Ganz langsam. Und zwar, ohne erstmal zu erklären, für euch erstmal zum Hören langsamer. 3, 4. Okay, jetzt mach ich das gleich mal am Rand, damit ihr die Betonungen hört. Ja. Rechts ist meine Haupthand, ist die erste Betonung. Ja. Habt ihr es gemerkt? Also der erste Schlag mit der Haupthand. Und dann mit der Nebenhand, bei mir links, kommen zwei Betonungen und dann nochmal eine mit der Haupthand. Ich versuche nochmal für euch noch deutlicher zu machen. So, und jetzt gleiche, jetzt wollen wir das Ganze mit Bass spielen. Ne? Die Handbewegung bleibt die gleiche, nur die Örtlichkeit ändert sich. Ich mache es euch mal vor in dem gemütlichen Tempo und dann zähle ich uns rein. Ja? Okay. 1, 2, 3, 4. Jetzt habt ihr den ganzen Rhythmus. Das ist der Grundrhythmus. Und natürlich lässt er einen Haufen Variationen zu. Die werde ich euch auch gleich ein paar davon einfach zeigen, so wie ich es mache. Yes. Und ich habe am Anfang habe ich noch eine Variation eingebaut, die möchte ich euch noch zeigen. Und zwar, wir haben. Ich mache es mal schnell, um das insgesamt mal zu hören. Dieses Ding da hinten dran, das ist doch ganz interessant, oder? Es geht. Ich mach's nochmal. Da wird nicht jeder Schlag betont. Das hört ihr wahrscheinlich raus. Ich mach's nochmal. Es gibt Taps. Taps sind die Schläge, wo die Hand die Trommel berührt, aber keinen Ton von sich gibt. Das klingt halt wie Katzenpfoten. Okay? Also, ich mach's nochmal vor. Jetzt machen wir nochmal nur den letzten Teil. 3, 4.
Das ist jetzt eine Erweiterung, die nicht unbedingt zum Grundrhythmus dazugehört. Ich wollte euch einfach zeigen, um euch schon mal für die Erweiterungen zu öffnen. Yes. So, das ist der ganze Rhythmus. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich werde jetzt zum Schluss noch mal in dem Tempo spielen, wo ich das Gefühl habe, das ist das passende Tempo. Meiner Ansicht nach braucht er ein bisschen Tempo, um in Gang zu kommen halt. Ja. Sonst ist die Energie halt eine andere. Ja. Also ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Leute. Viel Spaß beim Trommeln. Hier ist Ingo Gutmann. Haut rein. 1, 2, 1, 2, 3, 4.